Kritiker sagen, ganz Berlin sei mittlerweile in Geiselhaft der Blockierer. Jemand noch Sitzkissen? Konspiratives Treffen in einer extra angemieteten Airbnb-Wohnung. Mit dabei Raphael Thelen. Wir treffen uns immer vorher fürs Briefing und besprechen, wo wir hingehen, in welcher Reihenfolge, was wir vorhaben, wer die Rettungsgasse macht und. Und das haben wir gerade gemacht. Jetzt verteilen wir noch Material und ziehen gleich los. Die Protesttruppe ist wie immer bestens organisiert, bis hin zur Notfallnummer für alle. Ja, wir schreiben uns vorher immer die Nummer von unserem Ermittlungsausschuss auf. Das ist der Rechtsbeistand der letzten Generation. Und dann können wir, wenn wir im Gewahrsam drin sind, den Ermittlungsausschuss anrufen, berichten, was mit uns jetzt als nächstes passiert, werden wir dem Haftrichter vorgeführt oder nur erkennungsdienstlich behandelt und wieder freigelassen. Damit hat die 73-jährige Marion Fabian bereits Erfahrung. Sie war schon zweimal in Gewahrsam. Ich bin erkennungsdienstlich behandelt worden, die ganze Nummer mit Fahndungsfotos und Fingerabdrücken und so. Und ein bisschen behandelt worden wie eine Verbrecherin. Ja, aber damit müssen wir rechnen. Der Blockadekodex, Handys zurücklassen, Kleber mitnehmen und das Banner verstecken. Vorgegangen wird arbeitsteilig. Einige kleben sich fest, andere sind der Support. Sind alle ready? Ja, dann lass mal schnell. Dann let's go. Der Support ist der einzige mit Telefon, falls es eng wird. Ziel, der Ernst-Reuter-Platz. Nicht ganz zufällig läuft dort bereits eine angemeldete Demo von Wissenschaftlern. Und nicht ganz zufällig geht es auch dort um die Apokalypse. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einigen Wochen vor einem Massensterben biblischen Ausmaßes gewarnt. Und dann plötzlich verlagert sich das Geschehen auf die Straße. Denn erst jetzt dämmert den Polizisten, dass erstens die Demo nur eine Ablenkung war, und zweitens, die Kräfteverhältnisse eher ungleich verteilt sind. Den zwei Beamten steht bzw. sitzt ein halbes Dutzend Aktivisten gegenüber. Ist einer weg, ist ein anderer schon wieder da. Wenn gehupt wird, ist Raphael Thelen in seinem Element. Das Katz-und-Maus-Spiel um die Vorherrschaft auf der Straße liegt ihm offenbar. Für die beiden Polizisten wird der Einsatz zur Sisyphos-Arbeit. Da hilft nur eins. Wir brauchen dringend weitere Kräfte. Runter von der Fahrbahn. Hallo. Jetzt. Haben Sie nicht gehört, welche Reden wir Ihnen gehalten haben? Hat geklappt. Ich bin sehr froh, hier den Support zu haben, weil halt genau das gesagt wird, warum wir hier sind. Danach gerät einer der aktivistischen Wissenschaftler in Kontakt mit der werktätigen Bevölkerung. Sie müssen arbeiten und Menschen retten. Ja, das ist das Problem bei dir. Was? Ist, glaube ich auch, dass du nur an morgen denkst. Ich denke an jetzt. Ich muss heute ja, eine Wetteranlage genau. Genau. Okay, das ist das Problem. Und das machen wir seit Jahrzehnten. Ja, klar. Ja. Ich muss eine Röntgenanlage reparieren. Verstehen Sie das? Ja, aber wann muss denn das gemacht werden? In einer Stunde. Ich muss um 9 da sein. Können Sie wenigstens diesen Herrn, Sie sind ja beide angeblich anscheinend nicht angeklebt, diesen Herrn durchlassen, damit er zur Charité fahren kann. Der Herr muss zur Charité und dort arbeiten. Der Röntgenmaschinenreparateur wird durchgelassen. Im Gegensatz zu diesem LKW. Nur durch das beherzte Eingreifen einer Aktivistin wurde Schlimmeres im Nahkampf zwischen Mensch und Maschine verhindert. Ich habe mich hier festgeklebt und dann kam der Lastwagen und es versucht an mir vorbeizufahren. Ich hatte tierische Angst, dass er mich anfährt, weil ich hier festgeklebt bin und nicht weg kann. Eigentlich hatte ich das nicht vor, eigentlich wollte ich mich auf die Straße kleben, aber ich hatte Angst, dass das Auto nicht stoppt und halt mit diesen extremen Reifen über die Hand meiner Nachbarin fährt. Und deswegen musste ich mich an dem Auto festkleben. Ein vorläufiger Sieg nach Punkten für die Angeklebten, auch wenn es heute kleinere Verletzungen gab. Der Tag war ein Erfolg. Doch glaubt man ihnen, bleiben nicht mehr viele davon. Denn der menschengemachte Klimawandel nimmt an Fahrt auf. Phänomene wie Starkregen, extreme Hitze und lang anhaltende Dürren könnten weiter zunehmen. Die großen Eisschilde in der Antarktis schmelzen jetzt schon vor sich hin. Der Meeresspiegel steigt an, mit massiven Folgen für Mensch und Natur.
Nachrichten, die eine ganze Generation auf die Straße treiben. Vor 4 Jahren entsteht mit Fridays for Future eine neue Klimabewegung. Angefangen mit diesem Mädchen, das die Schule schwänzt und damit die Welt verändern will. My name is Greta Thunberg. I'm 16 years old. I come from Sweden and I want you to panic. Die zentrale Forderung, die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens mit einer maximalen Erderwärmung von 1,5 Grad, klingt nicht vermessen. Doch laut UN-Generalsekretär Antonio Guterres läuft es eher schlecht. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Auch der ehemalige US-Präsident Obama schaltet sich ein, liefert mit dem nächsten Satz die Steilvorlage für die Klimarebellen. We're the first generation to feel the impact of climate change. We're the last generation that can do something about it. Hamburg. Am Max-Planck-Institut forscht man intensiv zum Klimawandel. Jochem Marotzke, und das ist die gute Nachricht, glaubt nicht an den Weltuntergang. Doch der Professor, ein Leitautor des Weltklimaberichtes, macht sich trotzdem Sorgen. Wenn wir die Erderwärmung begrenzen wollen, dann müssen heute politische Maßnahmen ergriffen werden. Wir wissen sehr klar, um die Ziele etwa des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, insbesondere die Erwärmung auf vielleicht 1,5 oder deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und wenn wir das mal erreichen wollen, dann müssen heute, in diesem Jahrzehnt, wirksame politische Maßnahmen ergriffen werden. Denn es wird dauern, bis diese Maßnahmen greifen. Und insofern hat, was das angeht, hat die letzte Generation durchaus recht. Es ist dringlich. Dringlich. Ein Wort, das für Raphael Thelen wahrscheinlich zu harmlos klingt. Früher war einmal Journalist, schrieb für diverse Medien, auch für den Spiegel. Seit einem halben Jahr ist er nun bei der letzten Generation. Die Lüge auch, dass jeder das Individuum seinen eigenen Anteil hat an dieser Klimakrise, nicht, dass es eine systemische Krise ist. Auch das ist noch in vielen Köpfen drin. Und wenn man das aber anprangert, dann gilt man schnell als Aktivist. Und ich glaube, darüber bin ich dann letztlich gestolpert, dass viele sich nicht trauen, das systemisch zu denken, sondern immer noch denken, wenn ich meinen Müll gut trenne, dann wird das mit der Klimakrise schon werden. Aus dem Journalisten ist ein Überzeugungstäter geworden. Heute will Thelen neue Mitglieder für die Bewegung rekrutieren. Mit einem Vortrag zu den Folgen der Erderwärmung. Es kommen aber nicht nur Fans. Also ich will einfach verstehen zum Beispiel, warum sie sich letzte Generation nennt. Also warum man wirklich so dystopisch ist, dass man meint, man ist die letzte Generation. Interessiert mich einfach. Und ich bin alt genug, um zu wissen, was immer so für alle 10 Jahre für neue Weltuntergangsszenarien verbreitet werden. Und deswegen bin ich einfach neugierig, was die jetzt an Neuigkeiten haben. Also Sie würden sich nicht auf die Straße kleben? Bestimmt nicht. Also schon allein deshalb nicht, weil ich nicht meine Mitmenschen ärgern möchte. Also ich bin, weiß Gott, auch ein kritischer Mensch. Aber sich auf die Straße kleben, finde ich richtig blöd sogar. Kann ich so klar formuliert sagen. Die sogenannten Kipppunkte sind das Lieblingsthema der Aktivisten. Werden die überschritten, sei das Klimasystem für immer aus dem Gleichgewicht. Wenn man sich die Weltkarte vorstellt, gibt es verschiedene große Klimasysteme. Der Regenwald ist sowas, die großen Wälder in Russland sind sowas, die arktische Zirkulation, auch die Atlantikzirkulation zwischen dem Golf von Mexiko, an Europa vorbei zur Arktis hoch. All das sind große Klimasysteme. Und jedes physikalische System hat einen Kipppunkt. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein Kajak. Man kann sich auf dem Kajak so hin und her schwanken und das macht alles Spaß. Und dann kommt man immer wieder nach oben und steht wieder gerade. Aber wenn man den Kipppunkt dieses Kajaks überschreitet, kippt man um. Eine alarmierende Prognose mit Gruselfaktor. In der Wissenschaft sieht man das Ganze ein bisschen nüchterner. Wir wissen, es gibt das Potenzial für einige dieser Kipppunkte, die oft postuliert werden. Und ein Problem mit diesen Kipppunkten ist, dass wir sie nicht ausschließen können. Es besteht das Risiko, dass sie auch wirklich kippen würden. Wir wissen aber nicht, in den meisten Fällen nicht, ob denn nun wirklich und bei welchem Grad der Erwärmung. Das heißt, wenn die letzte Generation sagt, wir haben noch x Jahre Zeit und dann haben wir die Kipppunkte erreicht, dann gibt es dafür keine wissenschaftlichen Belege. Aber mit der Ein-Kajak-Kippt-Um-Geschichte lässt sich eben mehr Aufmerksamkeit generieren. Wir haben nichts zu verheimlichen. Wir haben nicht nur die gesamte Wissenschaft auf unserer Seite, sondern auch das, und mir war das auch erst komisch zu überlegen,
naja, irgendwie die moralische Hoheit. Doch so ganz geht die Rechnung an diesem Abend nicht auf. Die Störenfriede und ihre Aktionen gefallen nicht jedem im Publikum. Ich würde behaupten, dass viele Menschen eher an einem Punkt sind, wo sie so, ich nenne es jetzt mal, genervt sind davon, von solchen Arten von Protesten, dass sie nicht wirklich zuhören. Und auch diesen Aktionen, die sie tun, sie zwar jetzt Aufmerksamkeit von mir aus zum Minister für Vergesslich oder was kriegen, aber den kleinen Mann dabei verlieren. Der kleine Handwerker, der angesprochen wurde, der da vor der Blockade sitzt und eigentlich seinen Bratwurst verkaufen möchte irgendwo, was er gerade nicht kann, das hat mir gefehlt. Kritik, die bei Thelen und Co. heute auf taube Ohren stößt. Wie viele Bögen haben Sie? Passt auf. Sie jetzt leider nur 6 Stück, weil nicht ganz so viele. Aber es sind sehr viele Leute gekommen, das ist schon mal gut. Ja. Uns geht es ja nicht darum, eine große Bewegung aufzubauen, sondern uns geht es darum, wie Klimaschutz und Lebensgrundlagen schützen. Und das ist ja jeder Vortrag, sind Informationen, die übermittelt werden, es sind immer Gespräche, die hier stattfinden. Hier saß eine Dreiergruppe, keine Ahnung, vielleicht kommen die nicht zur letzten Generation und überlegen sie aber trotzdem, sie gehen demnächst mal was machen. Also mir geht es weniger um die letzte Generation als irgendwie um das große Ganze. Über das große Ganze, auch in Sachen Klimaschutz, wird gelegentlich hier entschieden. Karlsruhe, Bundesverfassungsgericht. Vor kurzem Schauplatz einer in vielerlei Hinsicht denkwürdigen Aktion der letzten Generation. Eine kleine Gruppe pirscht sich bis vor den Haupteingang des Hohen Gerichts. Ganz unauffällig, mit einer Olaf-Scholz-Maske auf dem Kopf und einem Bohrhammer unterm Arm. Damit will der Aktivist dem Steinquader auf der Wiese zu Leibe rücken. Er kommt nicht weit. Holt die Leute raus! Aus! Offenbar wollte er die Buchstaben auf dem Stein herausmeißeln. Blöd nur, dass der Bohrhammer keinen Akku hatte. Was war das für eine Aktion? Was sollte das? Ja, als Olaf Scholz, wenn das Urteil, das Klimaurteil, dass die Bundesregierung. Der Rest geht unter. Zur Erklärung: Mit der Attacke wollte der bohrende Aktivist darauf hinweisen, dass die Regierung ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes missachtet. Vor 2 Jahren hatte das höchste deutsche Gericht die Klimapolitik der Regierung als unzureichend und damit in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Nach einer kurzen Anhörung durch die Polizei kommen der falsche Olaf und sein Helfer mit einem blauen Auge davon. Was passiert jetzt mit euch? Na, wir haben jetzt einen Platzverweis erhalten und können die Ordnungsplätze verlassen, dürfen uns hier nicht mehr aufhalten und ansonsten können wir gehen, sollen wir gehen, müssen wir gehen. Was sie aber trotzdem ärgert, ist die Sache mit der kriminellen Vereinigung. Es zeigt ziemlich eindeutig, dass unsere Proteste gerade den Störfaktor, den sie auch erreichen sollen, auch haben. Und dass es ziemlich unangenehm wird. Da können auch Hausdurchsuchungen kommen, sonst was. Die ersten Haftstrafen gab es jetzt schon. Wir werden trotzdem weitermachen und weiterhin friedlich fortführen, unseren Protest fortführen, bis die Regierung handelt. Mit harten Bandagen gegen selbsternannte Weltretter. Was sagt der Verfassungsrechtler dazu? Der Staat macht aus meiner Sicht keine sonderlich gute Figur im Augenblick, weil er zwar natürlich auf den zivilen Ungehorsam reagieren muss. Es sind Rechtsbrüche, die im Raum stehen, und er kann nicht akzeptieren, dass seine Rechtsordnung einfach in Frage gestellt wird. Aber er muss natürlich verhältnismäßig reagieren und er kann aus meiner Sicht auch vergleichsweise gelassen reagieren, also sanktionieren. Ja, aber dabei berücksichtigen, dass das Anliegen der Protestierenden eben eines ist, was eben nicht das Typische ist für jemanden, der Straftaten begeht, sondern ein größeres Anliegen, das wir alle teilen. Göttingen. Wir treffen Lars Werner aus der Kerngruppe der letzten Generation. Er saß schon mehrfach in Präventivhaft. Abgeschreckt hat ihn das nicht. Das kann potenziell dahin gehen, dass ich dann irgendwann zu einer Haftstrafe verurteilt werde, die auch dann auch nicht mehr zu einer Bewährung ausgesetzt ist. Das haben wir jetzt ja schon erlebt bei manchen von der letzten Generation, dass das kommt. Und da ist auf jeden Fall was, womit ich mich beschäftige und worauf ich mich auch einstelle. Und das ist ja letztendlich so das Mittel, was der Rechtsstaat dann auch hat, wenn er sagt, nee, das, was ihr macht, das sollt ihr nicht tun. Und wir machen trotzdem immer weiter, ich mache trotzdem immer weiter, dass er dann irgendwann sagt, ja, dann müssen wir dich jetzt eben einsperren. 31 ist er jetzt. Ein kurzes Leben voll mit schlechten Nachrichten.
Was mich auch immer wieder antreibt, ist, dass die letzten 50 Jahre eigentlich immer mehr oder weniger die schlimmsten Prognosen wahr geworden sind. Also es war nie so, ah, es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Und es wird wahrscheinlich wieder eher so sein, wenn man sich jetzt das mit den Gletschern zum Beispiel anhört, ah, es ist doch noch ein bisschen schneller, als wir dachten. Lars Werner hat seine Stelle als klinischer Psychologe inzwischen an den Nagel gehängt. Jetzt ist er Vollzeitaktivist. Ich mache auf jeden Fall beides sozusagen. Also ich klebe mich auch auf die Straße, ich war schon im Gefängnis und mache aber gleichzeitig auch eben diese Bildungsarbeit. Ne? Also das heißt, ich gebe Workshops, trainiere Leute sozusagen auch darin, das weiter zu verbreiten. Was ist eigentlich so ein Gesellschaftsrat? Und dafür kriege ich dann für diese Arbeit, diese Bildungsarbeit, dann ja so 950 Euro netto, um eben ja so meine Lebenshaltungskosten zu decken. Also man wird explizit nicht dafür bezahlt, irgendwie sich auf Straßen zu kleben. Woher kommt eigentlich das Geld für die letzte Generation? Eine Anschubfinanzierung erhielt die Gruppe aus dem fernen Los Angeles. Der Wilshire Boulevard, eine Adresse im teuren Business-Distrikt. Hier im vierten Stock ist der Climate Emergency Fund, der Klimanotfallfonds, registriert. Er hat 50.000 Euro an die letzte Generation gespendet. Auf Anfragen von Spiegel TV gibt es wochenlang keine Reaktion. Also fahren wir persönlich vorbei. Hallo, wie geht's? Eine Frage. Wir suchen jemanden vom Climate Emergency Fund. Ich bitte Sie zu gehen. Danke. Wir sind vom deutschen Fernsehen, Spiegel TV. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehen besser. Das ist ein privates Unternehmen. Und zwar eins, das Klimaaktivismus weltweit unterstützt. An der Spitze Eileen Getty, eine Erbin des Öl-Tycoons Paul Getty. Daneben Adam McKay, Regisseur des klimakritischen Spielfilms Don't Look Up, und Rory Kennedy, Mitglied der Präsidentendynastie. Der Climate Emergency Fund finanziert Klimaproteste, die das Verbrennen von Öl, Kohle und Gas stoppen wollen. Darunter das Netzwerk A22 mit Initiativen in England, Österreich, Italien und eben Deutschland. Laut Angaben der letzten Generation hat der Climate Emergency Fund außer den 50.000 Euro für die Gründung keine weiteren Finanzspritzen mehr gezahlt. Mittlerweile sind es vor allem Spenden, die direkt über die Website geleistet werden. Für Mieten, Demomaterial und Prozesskosten. Bis Mai 2023 mehr als 1,4 Millionen Euro. Außerdem wirbt die letzte Generation um Spenden für den Verein Gemeinnützige Bildungsarbeit. Zahl der Angestellten rund 130 Personen, Durchschnittsgehalt 950 Euro im Monat. Dafür muss Lars Werner in erster Linie Vorträge halten oder Videocalls leiten. So, hallo. Also ich bin Lars aus der Kerngruppe. Längst geht es bei der letzten Generation auch um Aufmerksamkeitsökonomie. Je wilder die Aktion, desto besser fürs Geschäft. Nicht ganz so viel Gewicht mehr haben wie vielleicht. Immer wenn der Gegenwind am stärksten geblasen hat gegen uns, zum Beispiel als Menschen von der letzten Generation, ich selbst war ja auch dabei, für fast 30 Tage ins Gefängnis gesteckt wurden als Präventivmaßnahme oder Hausdurchsuchung, Haftstrafen ohne Bewährung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, also diese Riesenaufreger. Immer wenn das am stärksten war, dann haben wir gemerkt, dann sind die Spenden am größten. Nach der letzten Razzia sollen es 300.000 Euro gewesen sein. Staat und Gesellschaft auf der einen, die letzte Generation auf der anderen Seite. Seit Monaten befinden sich alle Beteiligten in einer massiven Eskalationsspirale. Auch die Aktivisten rüsten auf, optimieren ihre Anklebetechnik. Mal mit Sand vermischt, mal aus Beton. Polizei und Feuerwehr müssen immer öfter mit schwerem Gerät anrücken. Alles sehr unerfreulich. Der Ausnahmezustand auf der Straße ist auch Thema im Bundesjustizministerium unter Marco Buschmann. Er plädiert für ein hartes Durchgreifen, angeblich auch zum Schutz der Demonstranten. Wenn erst mal ein Teil des politischen Spektrums anfängt zu glauben, er müsse sich nicht an die Strafgesetze halten, dann würden das andere für sich auch in Anspruch nehmen. Irgendwann haben wir vielleicht sogar konkurrierende Gruppen, die sich untereinander nicht verstehen auf der Straße, die aufeinander losgehen. Und dann haben wir vielleicht eines Tages straßenschlachtartige Zustände. Das darf nicht sein. Und das zu unterbrechen, eine solche Eskalationsspirale, ist auch Aufgabe der Justiz. Es gibt viel zu tun.
für Politik und Aktivisten. Beim Klimathema herrscht Vollbeschäftigung. Auch Lars Werner ist wieder mal früh aufgestanden. Das Ziel der Gruppe heute, die Rush Hour in der Landsberger Allee, eine der großen Ein- und Ausfallstraßen, zu stören. Die Autofahrer im Stau sind direkt auf 180. Weil auf der Straße nichts geht, versucht es der erste Pkw querfeldein. Was ist denn dein Problem? Hier fahren Kinder gefasst in den Glas. Das ist doch völlig irre. Ey, gibt auch ein Jugendbünde. Beleidigungen gehören in Berlin offenbar zum guten Ton dazu. Dann der zweite Fluchtversuch. Ein Autofahrer nutzt kurzerhand den Radweg. Als die Sirene erklingt, wird routiniert die Sekundenkleberwaffe gezogen und schon sitzt die Blockade. Bis zum Eintreffen der Beamten sind alle festbetoniert. Ohne Verletzungen zu riskieren, kann hier niemand mehr gelöst werden. Es gilt, wer zu spät klebt, den bestraft die Polizei mit Wegtragen. Wie viel Tuben Kleber haben Sie da jetzt verbraucht? Das soll 16 Gramm. Warum haben Sie jetzt beide Hände festgeklebt? Störung zu verlängern. Die Aktion findet auch Zuspruch, vor allem bei den Radfahrern. Dürfen wir mal fragen, wie finden Sie die Aktion? Ich finde die gut. Klasse. Ja? Ja. Warum? Na, Umweltschutz. Ist doch gut. Und diese Generation, die da sitzt, die ist enttäuscht. Die ist enttäuscht von der Politik. Und die haben recht mit dem, was sie sagen. Dieser Mann ist wütend. So wütend, dass er sich abreagieren muss. Aber nicht bei den Aktivisten, sondern bei der Polizei. Ich bin Steuerzahler, ich bin Arzt. Bei mir liegt ein Patient in Narkose, der will operiert werden. Und diese Penner verhindern jetzt, dass der Mann kriegt jetzt eine Narkose umsonst. Das sind Penner, die gehen nicht arbeiten. Das ist eine Straftat. Hören Sie auf, das zu sagen. Das ist eine Straftat. Ja, Sie müssen mich dann strafen, falls Sie sich dazu nicht äußern. Hören Sie auf, die Leute einfach zu beleidigen. Verstehen Sie das? Sie sind dazu zuständig, die Leute für eine Strafe zu zahlen. Ja. Haben Sie denn eine Idee, wie man die Menschen sonst darauf aufmerksam machen kann? Und also ich habe ja dazu meine spezielle Theorie. Es gibt Warmzeiten, es gibt Kaltzeiten, das gab es schon immer. Es ist ein Zyklus, ein Rhythmus, aber das wird ja in den Schulen nicht gelehrt. Ja? Schönen Tag. So langsam haben auch die Beamten keine Lust mehr. Allein in diesem Jahr gab es rund 300 solcher Blockaden in Berlin. Jetzt wird aufgeräumt. Sie behindern immer noch den Fließverkehr und gefährden die öffentliche Sicherheit unmittelbar. Deshalb wird hiermit Ihre Versammlung nach § 14 Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin aufgelöst. Ich werde nicht freiwillig aufstehen. Also ich bin ja sozusagen hier, um den Eintritt zu unterbrechen. Und ich mache das, solange wie das jetzt hier ganz gewaltfrei möglich ist, ohne Widerstand zu leisten. Dementsprechend werde ich mich hier nicht wegbewegen. Gerade kann ich es auch gar nicht, weil ich ja angeklebt bin. Wer nicht freiwillig aufstehen will, muss fühlen. Nämlich Speiseöl unter den Fingern. Für die Polizei mittlerweile eine gewohnte Prozedur. Auch Lars Werner wird vom Tatort entfernt. Ein Passant gibt ihm noch ein paar warme Worte mit auf den Weg. Das liegt aber an, dass der Arzt klar will. Das ist halt nicht mehr normal. Aber wie wollen Sie denn auf Klimaschutz aufmerksam machen? Was denn aber doch nicht so. Dann wollen Sie sich irgendwo an einem Monster ankleben. An eine Zäune, dass Sie nicht mehr rauskommen aus dem Parlament. Aber nicht so eine Pisse, wo Sie die ganzen Bürger hier nötigen. Ohne Scheiß. Das geht gar nicht. Jede Menge Arbeit für die Polizei. Mehr als 4.100 Freiheitsbeschränkungen gab es bislang rund um die Blockaden in Berlin. Lars Werner und die anderen landen am Ende in der Gefangenensammelstelle in Berlin-Tempelhof. Ihre Unterstützer warten vor der Tür. Nach und nach werden die Aktivisten wieder entlassen. Gegen 22 Uhr kommt auch Lars Werner wieder auf freien Fuß. Vorerst. Ich habe gehört, die ersten Menschen wieder draußen, als wir reingekommen sind. Dass er mehrfach in Gewahrsam war und inzwischen zu den üblichen Verdächtigen gehört, stört ihn allerdings nicht.
Haben Sie denn nicht auch irgendwann Angst, dass Sie mal für länger dann quasi drin bleiben müssen? Ja, mache ich mir schon Gedanken darüber, dass das passieren kann. Und gleichzeitig ist es aber ja, genauso wie der erste Protest oder jetzt bei den aktuellen Protesten, ist es das, was ich bereit bin, in Kauf zu nehmen, dafür, um diesen Protest zu leisten, weil wir den so leisten müssen. Da bin ich fest von überzeugt. Und das ist dann so. Die Entscheidung habe ich für mich getroffen und versuche damit meinen Frieden zu machen. Heute waren es 53 Personen, die in Gewahrsam genommen wurden. Falls es später zu einer Anklage wegen Nötigung kommt, landen die meisten hier, vorm Amtsgericht Berlin-Tiergarten. So wie Lina Eichler, deren Prozess heute stattfindet. Angeklagt unter anderem wegen diverser Nötigungsvorwürfe. Ihr Anwalt plädiert auf den sogenannten rechtfertigenden Notstand. Wir werden die Handlungen, die begangen worden sind, einräumen. Aber wir werden versuchen zu erklären, dass das, was begangen worden ist, nicht rechtswidrig ist. Weder im Sinne der Nötigung noch im Sinne des Strafrechts. Heißt, der Zweck heiligt die Mittel und die Gerichte dienen als Bühne, um auf das Drama des Klimawandels aufmerksam zu machen. Man versucht, diese Punkte immer wieder zu bringen vor Gericht, vielleicht auch bei verschiedenen RichterInnen und mit verschiedener Presse dabei und verschiedenen ZuhörerInnen, um quasi dann einen bahnbrechendes, sag ich jetzt mal, Urteil zu schaffen, zu kreieren. Ihr Ziel? Eine Justiz, die einsieht, dass der Kampf gegen die Erderwärmung keine strafbare Nötigung ist. Heute wird das Urteil erstmal vertagt. Ich werde mich entsprechend vorbereiten. Ich werde wieder mit neuer irgendwie Energie auch dann hier wieder auftauchen im Gericht und weiß, warum ich das mache, werde es immer wieder tun und werde dann da erzählen, warum ich da bin. Am Ende wird Eichler zu einer Geldstrafe von 1.300 € verurteilt und wohl in Berufung gehen. Doch da der Klimawandel nicht aufhört, wird auch die letzte Generation die Gesellschaft und den Staat weiter herausfordern. Ich bin fest davon überzeugt, dass fast alle Menschen in dieser Gesellschaft nicht wollen, dass wir das Klima unwiederbringlich zerstören, unsere Lebensgrundlagen, und Milliarden Menschen dadurch leiden und sterben werden. Aber wenn Leute eine Seite wählen und sagen, nein, ich bin jetzt wirklich stark dafür, dass wir was ändern und ich gehe dafür auch auf die Straßen, dann ist das der Druckpunkt, wo wir glauben, wo was politisch kippen kann. Den Klimawandel einzudämmen, ist eine ungeheure politische Aufgabe und sie braucht politische Mehrheiten. Und dann erwarte ich, dass ein positives Narrativ, eine positive Erzählung mehr bewirken kann als Angst.